Hallo Mädels und Steinböckinnen. Der Steinbock legt die Messlatte für sich selbst sehr, sehr hoch und möchte alles gerne perfekt machen. Das führt dazu, dass er vor lauter Arbeit vergisst, dass das Leben auch Freude machen darf und damit auch seine Mitmenschen immer wieder überfordert, da er von ihnen die gleiche Hingabe und Einsatzbereitschaft erwartet. Steinbockgeborene sind in aller Regel sehr ernsthafte Menschen, die nie den Bezug zur Realität verlieren. Sie suchen und schaffen in allen Lebensbereichen Klarheit, Ordnung und Struktur. Für den bodenständigen Steinbock ist Sicherheit sehr wichtig, was er dadurch unterstützt, dass er sein Leben sehr vorausschauend organisiert, indem er sich stets klar definierte Ziele setzt. Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind für ihre Professionalität und für ihre Vorliebe für traditionelle Werte bekannt. Der Steinbock denkt immer sehr praktisch und sucht sich generell den einfachsten und direktesten Weg aus, um ein Problem zu lösen. Steinböcke sind sehr gewissenhaft und zielbewusst und haben durch diese positiven Eigenschaften oftmals auch viel Erfolg in ihrem Privatleben und im Beruf. Der Steinbock wird wie der Stier und die Jungfrau dem Element Erde zugeordnet und ist aufgrund dessen genauso bodenständig wie die anderen beiden Erdzeichen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er Werte wie Tradition, Familie und Disziplin Zeit seines Lebens sehr hoch hält. Der Steinbock ist ein Meister der Selbstbeherrschung und verfügt nicht zuletzt dadurch über ein beachtliches Führungspotenzial. Er steht unter dem Einfluss des Planeten Saturn, der unter den Planeten unseres Sonnensystems als der große Bremser bekannt ist. Diese Prägung hilft dem Steinbock dabei, seine abstrakten Ideen zu konkretisieren und durchzusetzen. Verantwortung zu übernehmen, praktisch zu denken und beharrlich an einer Sache dran zu bleiben. Steinbockgeborene arbeiten hart, um ein Ziel zu erreichen und legen sich immer Geld für die Zukunft oder für schlechte Zeiten zurück. Sie haben einen überaus konsequenten bis sturen Charakter. Denn wenn sie einen Weg eingeschlagen haben, ist es nahezu unmöglich, sie davon wieder abzubringen. Damit geht jedoch auch eine gewisse Intoleranz einher, die mit Sicherheit zu den negativen Steinbock-Eigenschaften gehört und die sich mit der traditionellen Denkweise dieses Sternzeichens begründen lässt. Was ein Mensch mit dem Sternzeichen Steinbock sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft er auch. Er ist willensstark und wägt seine Ziele im Vorfeld immer sorgfältig ab. Sein enormer Ehrgeiz und Fleiß verschaffen ihm meistens viel beruflichen Erfolg. In seinem Privatleben ist er seinen Beziehungspartnern und seinen Freunden treu ergeben. Denn wenn man das Vertrauen eines Steinbocks erst einmal erlangt hat, verschenkt er seine Loyalität für immer. Die enorme Willensstärke, die ein Mensch mit dem Sternzeichen Steinbock besitzt, kann allerdings auch zu Starrköpfigkeit werden und seine Sparsamkeit wächst sich mitunter auch zur Kleinlichkeit und Geiz aus. Auch fällt es ihm schwer, andere Meinungen zu akzeptieren, da er denkt, dass nur er die Lösung für ein Problem kennt und nur er alleine Probleme beheben kann. Der Steinbock hat gern alles unter Kontrolle und dieses Kontrollbedürfnis erstreckt sich auch auf seine Mitmenschen. Er bildet sich generell schnell ein Urteil, woran natürlich auch das eine oder andere Vorurteil schuld sein könnte, das er bisweilen pflegt. Außerdem können Steinböcke schlecht verzeihen, was auch mit ihrer pessimistischen Neigung und ihrem Mangel an Flexibilität zu tun hat. Deshalb hält er auch meist sein ganzes Leben an Gewohnheiten und Traditionen fest, ohne diese in Frage zu stellen. Steinbock kann seine Gefühle nicht gut zeigen und reagiert deshalb aus Unsicherheit oftmals nach außen hin egoistisch oder kaltherzig, nörglerisch und kleinlich. Sein tiefes Misstrauen gegenüber anderen macht es ihm bisweilen schwer, Sympathien zu wecken und Bekanntschaften zu schließen. Ein Mensch mit dem Sternzeichen Steinbock nimmt alles im Leben sehr ernst, so auch die Liebe, die bei ihm alles andere als eine locker flockige Angelegenheit ist. Menschen, die im Zeichen des Steinbocks geboren sind, verlieben sich in der Regel nicht Hals über Kopf, sondern müssen für sich erst einen Mehrwert in einer Beziehung erkennen, bevor sie jemandem ihr Herz schenken. Eine Beziehung mit einem Steinbock bedeutet wenige Worte, viele Taten und vor allem viel Arbeit. Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind ihrem Partner gegenüber überraschend großzügig, ehrlich und immer reinen Herzens. Durch ihren Intellekt, ihren trockenen Humor und ihre Loyalität sind Steinbockgeborene für ihre Familien und Freunde eine echte Bereicherung. Denn für ihre Lieben tun sie buchstäblich alles. Nichts liebt ein Steinbock so sehr wie die Gesellschaft seiner Bezugspersonen, mit denen er am liebsten seine freudige Zeit verbringt.
Emotionen und Gefühle drückt er in der Regel nur selten durch Worte aus, sondern lieber durch Taten. Regeln und Hierarchien sind für einen Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock eine Selbstverständlichkeit. Er hat Prinzipien, die seinen Lebensstil prägen und von denen er nur ungern abweicht, auch wenn er sich dadurch vieles unnötig schwer macht. Der Steinbock braucht Aufgaben, die ihn ganz fordern, denn seine Leistungen geben ihm das Gefühl, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Der Steinbock setzt sich nicht nur ehrgeizige Ziele, sondern überlegt sich dazu auch sehr genau, welche Schritte er unternehmen muss, um dahin zu gelangen. Wer sich ihm in den Weg stellt, den schiebt er in aller Ruhe zur Seite und geht weiter mit eiserner Disziplin und Ausdauer geradewegs auf sein Ziel zu. Mit sich und mit anderen ist er zu hart und zu streng, als dass er einer augenblicklichen Laune nachgeben und von seinem Weg abweichen könnte. So kommen denn auch Gefühle, Spiel und Spaß beim Steinbock immer etwas zu kurz, was sich auch oftmals auf sein Beziehungsglück negativ auswirken kann. Auf einen Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock kann man sich voll und ganz verlassen. Er wird in jedem Fall halten, was er verspricht, denn er macht grundsätzlich keine leeren Worte. Auf seinem Gebiet ist er absolut kompetent und gewissenhaft. Er trägt gerne Verantwortung und erfüllt die an ihn gestellten Erwartungen für gewöhnlich zur vollsten Zufriedenheit seiner Mitmenschen. Dank seiner äußerst disziplinierten und strukturierten Vorgehensweise vollbringt ein Mensch mit dem Sternzeichen Steinbock im wahrsten Sinne des Wortes Höchstleistungen. Dabei geht es ihm immer um die Sache und niemals um den Applaus. Und mit dieser Einstellung kann er Erfolge in Serie feiern. Und zu diesen Sternzeichen passt der Steinbock in der Partnerschaft. Steinbock und Widder. Beide haben einen starken Willen, sind aggressiv und lassen sich nicht herumkommandieren. Die Szenerie dürfte sich eher für einen Zweikampf als für eine Liebesromanze eignen. Im Bett mag zwar Harmonie herrschen, aber es wird Streitigkeiten über Geld, Beruf, Freunde und vor allem über die Frage, wer zu entscheiden hat und wer Karriere macht, geben. Fehlt nur noch ein bisschen Eifersucht und das Fass läuft über. Ein Verhältnis könnte angehen, aber eine Ehe ist wenig vielversprechend. Steinbock und Stier. Beide bleiben am liebsten zu Hause, beide kennen den Wert des Geldes und beide halten Sicherheit für das Wichtigste. Der Stier hat Geduld und der Steinbock ist gewillt, für ein gemeinsames Ziel fleißig zu arbeiten. In sexueller Hinsicht kann dieses Paar von höchstem Glück träumen und den Traum verwirklichen. Der Ehrgeiz des Steinbocks passt auch gut zu der Entschlossenheit des Stiers. Rundherum die besten Aussichten. Steinbock und Zwillinge. Die sexuelle Veranlagung ist grundlegend verschieden. Die Zwillingsgeborenen sind impulsiv, kokett und leicht erregbar. Der Steinbock ist langsam, vorsichtig und treu. Jede Anziehung ist die berühmte Anziehung der Gegensätze, sie kann nicht von Dauer sein. Der ehrgeizige, materialistische Steinbock wird die kapriziöse, unschlüssige Art der Zwillinge nicht lange tolerieren. Liebe kann eben nicht alles überwinden. Die Zeichen für diese Ehe stehen weniger gut. Steinbock und Krebs. Der Krebs ist in sexueller Hinsicht ein wenig scheu, aber der Steinbock übernimmt gerne die Führung. Wenn beide anfangs etwas mehr aus sich herausgingen, würde das helfen. Wenn sie es im Schlafzimmer zu einer gewissen Harmonie bringen, könnten sie andere Hindernisse überwinden. Im Tierkreis stehen sie auf entgegengesetzten Seiten und das wirkt sich aus. Der Steinbock wird für den empfindlichen Krebs zu anspruchsvoll und dominierend werden. Die Dauer einer Liebesbeziehung ist nur eine Frage der Zeit. Steinbock und Löwe. Der Löwe findet, dass der Steinbock mit Liebe geizt und sie nur in kleiner Münze austeilt. Der Steinbock ist auch ein zu fantasieloser Partner für den Löwen, der im Bett mehr Feuer wünscht. Sie passen körperlich nicht gut zusammen und sie gehören beide unabhängigen und dominierenden Zeichen an, die außerhalb des Schlafzimmers herrschen wollen. Bei einem Verhältnis kann über diese Differenzen hinweggesehen werden, in der Ehe geht das nicht so gut. Steinbock und Jungfrau. Das praktische Denken des Steinbocks und die Adrettheit der Jungfrau passen sehr gut zusammen. In sexueller Hinsicht verflüchtigt sich das anfängliche Prickeln schnell, aber auf anderen Gebieten herrscht so schöne Übereinstimmung, dass dies vielleicht keine entscheidende Rolle mehr spielt. Beide sind zuverlässig, konservativ,
verständnisvoll und das sind gute Voraussetzungen für eine Vereinigung, die von Dauer ist, auch wenn es ihr an Überschwang fehlt. Steinbock und Waage. Der Charme und der Sexappeal der Waage ziehen den Steinbock zuerst an, aber wenn der Lack etwas ab ist, findet der Steinbock die Waage meistens bald einmal allzu egozentrisch und vermisst das Eingehen auf seine sexuellen Bedürfnisse. Da er seine Gefühle nicht auszudrücken vermag, sieht er sich nach einem anderen Menschen um. Eine dornenvolle Angelegenheit. Eine Ehe wird nicht gut gehen, es sei denn, der aus dieser Verbindung resultierende finanzielle Gewinn befriedigt den Steinbock. Skorpion und Steinbock. Die sexuelle Beziehung ist zufriedenstellend. Der Skorpion ist fantasievoller, der Steinbock methodischer. Aber sie können sich einander annähern. Und das gute Einvernehmen im Schlafzimmer wirkt sich auf anderen Gebieten aus. Beide haben einen starken Willen, aber der Skorpion wird dominieren. Der Steinbock versteht, dass die Besitzgier des Skorpions im Grunde ein Symptom der Liebe ist. Ein leidenschaftlicher Verhältnis und eine glückliche Ehe. Steinbock und Schütze. Der Steinbock liebt gerne in behaglicher Umgebung. Der Schütze würde auch mit einem Straßengraben vorlieb nehmen. Der Steinbock möchte daheim bleiben. Der Schütze ist ein Stromer. Der Steinbock ist vorsichtig, konservativ und auf Sicherheit aus. Der Schütze ist eine Spielernatur. Extravagant und verantwortungslos muss der Schütze den haushälterischen, pflichtbewussten Steinbock zwangsläufig verärgern. Kein gesegnetes Verhältnis und eine unglückliche Ehe. Steinbock und Steinbock. Der romantische Höhenflug endet schnell in Routine. Das kann nur gut gehen, wenn beide bereit sind, sich mit weniger zufrieden zu geben, als sie erhofft hatten. Keiner wird experimentieren oder versuchen, den Horizont zu erweitern. Das Schlafzimmer wird eine Vorstadt von Langeweile heim. Andererseits arbeiten beide angestrengt, sind aber ernst veranlagt. Ein Verhältnis oder eine Ehe mag nicht sehr amüsant sein, aber die beiden können einander genügen. Steinbock und Wassermann. Ein Beispiel dafür, wie schnell aus einer Liebesbeziehung Freundschaft werden kann. Im intimen Zusammenleben wird der Steinbock mit dem Wassermann kaum fertig. Der Wassermann bevorzugt unorthodoxen Sex, der Steinbock die konventionelle Art. Der freiheitsliebende, unkonventionelle Wassermann kann in den steten, praktischen Steinbock nicht verliebt bleiben. Ein erträgliches Verhältnis, eine Ehe, erfordert echte Anstrengungen. Steinbock und Fische. Die Fische werden versuchen, den Steinbock zu betrügen, wie das ihre Art ist. Der Steinbock kann aber damit fertig werden. Im Bett wird er führen und die Fische ihm bald eifrig folgen. Fischgeborene sind auch liebevoll genug, um den Steinbock glücklich zu machen und ihm Geborgenheit zu geben. Diese beiden so verschiedenen Typen können sehr wohl ihren gegenseitigen seelischen Bedürfnissen stillen. Gute Aussichten für eine Affäre oder eine länger dauernde Ehe.